Hi und herzlich willkommen zu Part Nummer 11 unserer perfekten Erbe-Challenge. Ich wollte gerade sagen, mit der Lieben, aber das ist ja ein Let's Play. Mhm. Gut, wir sind wieder da, es geht wieder weiter. Wir werden heute in dem Stream was ganz Besonderes machen, ein Umstyling. Ja, bei drei Kindern fallen immer sehr viele Umstylings an, aber es ist heute soweit, wir werden wieder ein Umstyling machen und zwar von unserem Hauptcharakter Elektra, damit wir endlich ein bisschen was machen können. Es wird Zeit. Ihr werdet jetzt an der Seite auch ganz liebe Grüße von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind und ja, wir werden jetzt die Kommentare von euch durchgehen und mal gucken, was ihr so geschrieben habt. Es geht relativ zügig und fix, wollte ich gleichzeitig sagen, das funktioniert nicht. Es geht relativ zügig heute. Und dann, ja, werden wir Elektra, wie gesagt, altern und mal schauen, wie es bei ihr weitergeht mit ihrer Generation. Es ist gut, dass sie jetzt zur Teenagerin wird, weil dann können wir mit ihr auch aktiver, ne, die ganze Karriere und sowas starten und auf den Nachtmarkt gehen und diese ganzen Dinge. Wir gucken jetzt erstmal die Kommentare an. So, da sind sie. Silke schreibt Hallöchen, Luni schreibt Hallöchen, Alexandra schreibt Hallo Twitch, endlich habe ich es geschafft, alle Folgen nachzusehen, bin auf dem aktuellsten Stand, vermisse das große Grundstück, war sehr spannend und unterhaltsam, mal gucken, wie es weitergeht mit der Rakete, Dankeschön. Ja, das ist halt echt schwierig, weil das erste Grundstück fand ich auch richtig cool, besonders weil es halt in dieser Stadt war und auch mal was Neues und so, aber irgendwie freue ich mich jetzt auch, dass wir in Tomerang sind und wir diese Natur auch haben, ne? Das ist ein, ja, Segen und ein Fluch. Ich finde die Idee, Elektra bald zum Teen werden zu lassen, sehr gut, weil sobald sie ein Teenager ist, wird es wieder ganz aufregende Gameplays geben. Ja, freue mich da schon drauf. Ich wollte noch was dazu sagen, dass alle Sims sich von dir so ähnlich sehen. Ich finde halt, jeder Sims-Spieler hat so seinen Sims-Look ideal. Ich persönlich mag es, wenn die Sims sehr große, puppenartige Augen haben und ein spitzes Kinn. Somit ähneln sich auch meine Sims oft. Aber ich mag es halt, wenn sie so aussehen, weil sie dann eben nicht realistisch erscheinen. Ich mag es nicht, wenn meine Sims echt aussehen. Und so sind Geschmäcker verschieden und jeder sollte seinen eigenen Look finden und andere nicht beim Stylen kritisieren. Ja, absolut, das stimmt schon. Das Ding ist, dass wir halt so viele Generationen jetzt schon wieder haben. Also das ist ja... Wir haben ja, also die Mutter von Dakota war ja auch Teil unseres Let's Plays und sie war ja adoptiert. Das heißt, wir haben die Mutter von Dakota nie selbst gestylt, nur immer mit einem Skin und so. Und alles Übrige war ja schon da gewesen. Das heißt, ich gebe ja nur die Skins eigentlich dazu. Ich passe ja nicht die Augen an, ich passe ja nicht den Mund an, die Nase passe ich nicht an. Das heißt, eigentlich sind die Sims ja nur vom Custom Content dann her von meinem Stil erzogen. Wobei ich da echt gucke, dass ich die verschiedenen Stile immer ausprobiere. Ist natürlich nicht so einfach, aber da gucke ich schon als. Du hast natürlich absolut recht. Und dadurch, dass ich ja nicht so viele Skins habe und ich die Skins schon immer nehme, die ich halt gerne mag, passiert das natürlich, dass sie sich schnell ähnlich sehen. Absolut. Frisuren genauso. Ich habe unendlich viele Frisuren und benutze trotzdem immer die gleichen Frisuren, weil die Farben besser matchen und so. Und dadurch haben die halt einen ähnlichen Look einfach. Ja, das stimmt. Sima schreibt, Hallöchen Twitch und Sandri, wieder ein toller Part. Bin gespannt, was Phoenix noch entdecken wird und ob er tatsächlich seine Eltern findet. Außerdem bin ich gespannt, wie Elektra als Teenagerin aussieht. Ich habe so Bock, sie jetzt altern zu lassen. Ich liebe deine Videos. Die Insane Baby Challenge ist mein persönlicher Favorit. Spiele sie selber und habe jetzt schon 10 Kinder. Nice! Da kommt ja richtig gut voran. Wollte dir einfach Danke sagen. Ich danke dir, dass du meine Let's Plays schaust und meine Streams und meine Challenges spielst. Mega cool. Hallöchen, Sandri und Twitch. Könnte man nicht einen Screenshot von Phoenix aus einem älteren Video verwenden? Ich freue mich schon, sein Abenteuer mitzuerleben. Bin gespannt, wie Elektras aussehen wird als Teenager. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen kann. Weil wir das eine Bild jetzt nicht haben von ihm, ne? Ich weiß nicht, wie ich Screenshots abfotografieren kann fürs Game, weißt du? I don't know. Ich kann da nochmal schauen. Kelly schreibt, hallo, ich wollte etwas sagen zu der Rakete. Da ja der Phoenix in den Weltraum unterwegs ist, kann er auch Sachen sammeln, wo sie Schnecken, Frösche... Ah, okay, und die kann er dann, verkaufen, damit Geld machen. Das wäre natürlich großartig. Ich weiß nicht genau, wie das geht, ob ich da einfach hochfliege und der das automatisch findet. Aber das ist natürlich klasse, weil wir haben ja gesagt, dass Phoenix Geld braucht, um seine Rakete zu verbessern, damit er länger oben bleiben kann und coole Sachen erleben kann. Das ist natürlich cool, ja. Mhm. Danke dir. Und hallo ihr Lieben zusammen, bei Phoenix Weltraumstart war ich total stolz auf ihn. Großes Lob und ganz dickes Dankeschön fürs Hochladen. Ja, ich danke dir fürs Schauen. Ja, ist schon cool, dass er das erreicht hat, ne? Dass er sich so hochgearbeitet hat. Ist echt schön zu sehen. Hallo ihr Lieben, darf ich fragen, wo du dein CC runterlädst? Schöne Grüße aus der Nachtschicht, tolle Begleitung. Na klar. Warte mal.
Was ist Twitch? Moment. Oh, bin noch ganz oben. Komm mal. Das poste ich dir jetzt einfach mal rein. Oh. Okay. Und Sophia hat noch geschrieben, hallo, ich würde es persönlich besser finden, wenn Baby bei Ophelia mit im Zimmer schläft. Sie beiden sind näher dran vom Alter und ich kann mir gut vorstellen, dass Elektra es nicht so cool findet, ihr Zimmer mit einer Freundin von ihrem Bruder zu teilen, gerade weil sie nicht so gut auf ihren Bruder klarkommt. Die Idee, dass Baby zu einem ins Zimmer zieht, finde ich jedoch echt schön und sehr realistisch. Ja, lasst uns echt mal schauen, weil ich glaube, dass es halt cool wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass dadurch der Clinch zwischen Elektra und ihrem Bruder vielleicht ein bisschen behoben wird, ne? Wir gucken mal. Also wir müssen jetzt eher erstmal Elektra altern, das ist ja für den heutigen Part wichtig. Und dann lasst uns doch für den nächsten Part anpeilen, dass Bibi zum Austausch zu uns kommt. Dass ab dem nächsten Tag Bibi mit einzieht. Rainwolf, hallöchen. Oh, das wird schön, wenn Bibi dann da ist. Da freue ich mich schon drauf. Cool. Okay, es ist jetzt 2 Uhr morgens. Ja, ich bin so gespannt, wie sie aussehen wird, ey. Elektra wird bestimmt wunderschön sein. Ob ihr mal bitte alle ins Bett gehen könnt, was denn hier los überhaupt? Schlafen. Schlafen. Machst du noch Hausaufgaben? Okay, und danach schlafen. Jetzt geht sie gleich schlafen, ne? Gut. Ja, dann können wir vielleicht auch Ophelias Zimmer noch ein bisschen pimpen. Geh doch jetzt bitte schlafen. Ophelia! Los! Ophelia! Prittichen, hallöchen. Ja, das wird schön, wenn Bibi einzieht. Gehst du jetzt bitte auch schlafen? Ach, wir haben mit ihr noch die Fähigkeiten auf 10 machen wollen. Ich erinnere mich. Und Phoenix hat ja das erste Mal sein Buch geschrieben, ne? Er hat das Level 4 der Schreibfähigkeit erreicht. Was? Ist sie jetzt wirklich verhungert? Es befindet sich bereits Futter im Käfig. Aber Babalu ist doch da. Stehe jetzt nicht. Oh, nicht anbrüllen. Hm? Ist er jetzt verhungert oder ist er jetzt nicht verhungert? Was geht ab? Ist doch alles fein. Gut. Alles okay. Nichts passiert. Es gibt nichts zu besprechen. Alles ist okay. Nein, nein. Gucken wir nicht weiter hin. Ja, ist so. Sie ist voll die Überfliegerin. Okay, es ist der neue Morgen, meine Lieben. Es ist ein Geburtstagsmorgen. Elektra, mein Schatz, guten Morgen. Happy Birthday. Danke, Mom. Ich bin noch voll müde. Lass mich mal in Ruhe. Elektra, du hast heute Geburtstag. Freust du dich nicht? Doch, Mom. Ich freue mich schon sehr. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Na dann ab schnell ins Bad mit dir. Ich gehe schon mal runter und bereite alles fürs Frühstücken vor. Möchtest du denn einen Kuchen, mein Schatz? Nee, Mom. Ich will mir lieber selbst irgendwas Cooles backen. Oh, okay, dann... Mann, die Zwerge jetzt noch hier. Dann werde ich einfach ein kleines Frühstück vorbereiten, okay? Okay, Mom. Ein kleines Frühstück möchte unsere Tochter haben. Gut, weil wir wollen ja selbst jetzt kochen lernen und backen und diese ganzen coolen Sachen. Seid ihr bereit für den Geburtstag, Leute? Seid ihr bereit? Emotes in den Chat, um den Geburtstag zu feiern. Ein vernachlässigtes Baby kann selbst den standhaftesten Sim in... Wer ist denn... Was?
Was denn für ein Baby wurde abgeholt? Was denn für ein Baby? Ein vernachlässigtes Kind wurde abgeholt. Wo leben wir? Was ist das für eine Familie? Was denn für ein Baby? Habe ich was verpasst? Leute, habe ich was verpasst? Wer hat denn hier ein Baby gekriegt? Und was wurde hier abgeholt? Jetzt wegen dem Hamster oder was? Nee. Ist wegen dem Nagetier. Ist nicht dein Ernst. Das lösche ich. Der ist doch da. Ich lösche es raus, Leute, weil der Hamster ist doch da. Dem geht's doch gut. Der ist doch oben, dem geht's doch gut. Der ist doch happy und glücklich und süß, ne? Nee, alles gut. Pandora, hallöchen. Also ich bin auf jeden Fall mit am Start natürlich. Ich bin im Chat mit am Start. Ich werde ordentlich mit Party machen. Ich glaube nicht, dass ich durchs Bild husch, weil das ist auch vom Platz her nicht so wirklich viel Platz. Und ich muss dann auch noch arbeiten nebenher. Das heißt, der Enfi ist meine Arbeitspartybegleitung. Das ist sehr, sehr gut. Das mache ich wie der UI-Mod, dass ich das lösche. Einfach rechtsklick da drauf, dann kann man es wegmachen. So. Ich mach mal meine Türe auf, weil es so warm ist bei mir jetzt. Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, liebe Elektra. Happy Birthday to you. Ich hätte vorher noch mal ein Foto machen sollen. Verdammt. Verdammt. Okay, so meine Lieben, unsere Elektra ist jetzt ein Preteen und wir gucken einmal, was in den Regeln steht, was wir machen müssen mit Elektra. Lum, 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 lum. Generation 2. Bestreben Meisterkoch, Beruf Koch, Sammelobjekte, experimentelle Speisen. Einzelgängerin, okay. Was können wir schon? Oh, wir können es ihr schon geben. Meisterköchin? Ja, das ist halt neu, ne, mit dem Gerätegenie. Wir können ihr auch erst den Gerätegenie geben. Wir gucken mal, wie aufwendig das ist und vielleicht noch ein zweites Merkmal dann, wenn sie erwachsen ist. Wir gucken mal, wie aufwendig das ist. Jetzt müssen wir, sie hat Perfektionistin, jetzt müssen wir noch materialistisch, ehrgeizig, Einzelgänger. Wähle jeden Nachkommen eins der folgenden Merkmale. Der Rest, achso, wir müssen würfeln. Wir müssen ja nur eins wählen. Perfektionistin haben wir ja gewählt. Den Rest müssen wir würfeln. Oh Mann. Abenteuerlustig. Oh no, das ist nicht so geil, ey. Abenteuerlustig ist nicht so geil. Hi, girl. Oh, sie hat ein schönes Gesicht. Oh, jetzt bitte nicht wieder in den Chat schreiben, in die Kommentare schreiben, dass sie einen dicken Mund hat, Leute. Das ist halt so. Wie ihre Schwester. Da finde ich es wieder realistisch. No. Weil es war ja letztes Mal Thema in den YouTube-Kommentaren. No. Und Melina Mausi, willkommen im Stream. Danke für dein Follow. Hallöchen. So. Hi, Girl. Oh. Warte mal, wir geben dir erstmal. Genau, wir gehen erstmal zum Alltagsoutfit. Sie ist übel klein. Warte mal ganz kurz. Oh nein, ich habe eine Mod im Spiel. Oh shit. Oh Leute, ich habe eine Mod im Spiel, die die Größen der Sims unterschiedlich macht. Die habe ich aber nur im Spiel, weil ich eine Pose machen wollte. Warte mal, ich gehe mir nochmal kurz zurück. Ich glaube, ich kann das ausschalten. Ich habe die nur im Spiel, weil ich wegen der Pose was probieren musste.
Das ist eine Größenmod. Damit kann man die Größe der Sims einstellen. Die sind jetzt individuell. Aber dass sie dann natürlich als Preteen nochmal eine Nummer kleiner ist, ist halt sehr wild. Ist natürlich irgendwie auch cool. Aber irgendwie auch nicht, weil... Es ist schwierig, den Sprung hinzukriegen zwischen Preteen und Teenager. Das ist halt schwierig. So diesen feinen Grat hinzukriegen, dass sie nicht mehr kindisch sind, aber... Wie die Mod heißt, ich kann mal gucken. Wie gesagt, das war eher so ein... Ich lade mir die mal kurz rein, um was auszuprobieren. Weil eine Pose nicht geklappt hatte, wie ich das wollte. Tja. Gute Frage. Bulgeslider? Ihr könnt euch mal einen Screenshot davon machen. Es könnte dieser hier sein, Mike Croft. Oder der Highslider, ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr könnt euch gerne davon mal einen Screenshot machen. Ja, Jasmin. Ja, Anna, vielleicht mal das Spiel reparieren. Irgendwas mit Slider auf jeden Fall, genau. Deswegen wird sie hier unten auch nicht angezeigt. Ich habe mich schon gewundert, weil sie sieht so klein aus. Ja. Ich glaube, ich nehme hier einfach mal das Preteen raus. Jetzt normal groß? Ah. I don't know, ey. I don't know, Leute. Ich auch nicht, ne? Ob das jetzt passt oder ob es nicht passt oder ob es passt oder ob es nicht passt. I don't know. Ich kann die Weihnachtsmusik nicht mehr hören. Ja, jetzt ist sie normal preteen groß, glaube ich. So, ihre Augen haben sich geändert. Ich habe hier neben mir das Bild von ihr, ne? Damit wir das wieder hinmachen können. Oh mein Gott, sie hat eine Kontaktlinse, glaube ich, drin. Hilfe. Okay, wait a second. Wir müssen jetzt erstmal den Skin anpassen. Oh Gott. Lisa, Hallöchen. Hey, hey, hey. Oh mein Gott, sie hat so ein schönes Gesicht. Okay, vom Skin her passt, ne? Na, vielleicht sogar noch ein bisschen. Die Augenfarbe hat sie jetzt auch wieder, weil die Kontaktlinsen runter sind. Die Augenbrauen können wir eigentlich auch lassen. Die hatte sie vorher auch schon. Ja, ihre Schwester... Stimmt, true, ihre Schwester ist trotzdem größer. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Oh ja, danke schön, Carrie. Du hast mein Life gesaved, ne? Danke. Ja, ich weiß doch auch nicht, wieso sie so klein ist, Leute. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich jetzt, also ich habe halt leider keinen Look, der sie jetzt als Kind macht sozusagen. Also sie hat halt direkt ein sehr erwachsenes Gesicht. Das ist halt bei Sims, ich krieg's nicht anders hin. Die Skins sind halt irgendwie nicht darauf ausgelegt, diesen Übergang zu machen. Einen soften Übergang. Ja, die Augenform ist super hübsch, ey. Wir brauchen irgendwas, was praktisch ist, weil sie kocht ja dann viel und so. Ich würde ihr schon die Haare irgendwie wegmachen, dass sie halt... Das sieht schon süß aus, ne? Ja, sie hat ja keine roten Haare. Ich würde ihr die Haare schon so ein bisschen aus dem Gesicht holen. Bibi zieht im nächsten Part ein, haben wir gerade gesagt.
weil wir sonst uns wieder nicht so richtig auf unseren Main-Character konzentrieren können. Wir gucken jetzt, dass wir die Zimmer mal ein bisschen anpassen, weil wir wissen ja jetzt, dass Bibi im nächsten Part kommt. Somit können wir auch die Zimmer schon mal ein bisschen vorbereiten. Ist natürlich auch süß, ne? Ja, aber ich glaube, wir müssen echt die Haare wegmachen. Damit es beim Kochen nicht so ins Essen fällt, wisst ihr? Ist ja unangenehm sonst. Das ist natürlich auch süß. Guckt mal. Hamsterfan, wir haben die beiden Let's Plays. Das eine Let's Play ist ja beendet gewesen. Und wir haben gesagt, eigentlich ist es ziemlich cool, wenn wir die beiden Geschichten miteinander verbinden. Weil wir ja eh eine Kombination haben. Also wir haben ja Phoenix auf der Schule der Okkulten. Und wir haben halt gesagt, irgendwie wäre es voll cool, wenn Bibi auch auf die Schule gehen würde. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Wie findet ihr die Frisur? Die ist irgendwie noch süß und kindlich, aber trotzdem, ist auch schön. Das vielleicht für immer, Mia. Also ich habe nicht jetzt vor, Bibi direkt wieder gehen zu lassen. Also Bibi kommt jetzt als Austauschschülerin in unsere Familie. Und der Plan ist halt, dass Bibi und Phoenix sich ineinander verlieben. Das ist halt so der Main-Plan. Und den versuchen wir zu verfolgen. Mal gucken. Ist natürlich auch eine schöne Frisur zum Kochen, ne? Wenn die Haare dann so ein bisschen geflochten sind. Auch schön, die Frisur. Oh, Leute, I don't know. Pony sehe ich jetzt nicht so. Ja, ich freue mich auch, Linguinchen. Dann gehen wir einfach in den Club sozusagen, ne? In den digitalen Club. Voll cool. Ja, die zwei Dutz fand ich auch ganz süß. Mal schnell bei Nightcrawler schauen. Ist aber auch süß. Nee, Pony ist nicht so ihr Ding, ne? Disco, Pogo, Dingelingeling. Disco, Pogo. Leute, Hilfe! Ich brauche jetzt Hilfe! Die Bömmels? Die Bömmels? Oh, das ist aber auch süß. Da sind halt die Haare dann aber schon ganz schön gewachsen, ne? Ach. Was denn damit? Guck mal. Toll, oder? Ist doch süß. Ich find's auch süß. Nee, kein Lippenstift. Entschuldigung. Puh, diese Klamotten müssen weg. So. Jetzt hat sie so eine komische Körperhöhe. Das ist irgendwie ein bisschen wild.
Ja, vielleicht gucken wir gleich nochmal nach einer Frisur mit... Oh, das ist ja irgendwie süß. Guck mal. Ein Kochoutfit? Mhm. Ja, machen wir ihr. Das sieht doch irgendwie cool aus, oder? Nee, die Frisur geht nicht. Stört mich. Weiß ich auch nicht, was genau mich da stört, aber... Nee, die ist es nicht. Die ist süß. Wir nehmen die. Und die Farbe ist auch irgendwie, da müssen wir auch nochmal drüber. Wir haben ja schon so ein bisschen eine High-Society-Familie, ne? Nicht so stark, aber so ein bisschen haben wir ja schon auch Kohle, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sich das unbedingt so krass widerspiegeln muss. Ich glaube, wir geben ihr jetzt mal die Haare so ein bisschen brauner. Vielleicht sind die ein bisschen vom Rötlichen eher jetzt ins Braun gegangen. Im Alter, wisst ihr? Also das finde ich schon ganz süß. Und dann wäre ich nochmal so ein Outfit. Sie hat ein richtig hübsches Gesicht. Das ist doch süß. Ja, das ist so ein Rührding. Cool. Ja. Oh Gott, was ist denn das für ein Kleid, ey? Uff. Oh, das ist cute. Da sehe ich sie. Ja, da sehe ich sie. Süß, guck mal, das ist voll hübsch. Also ich gebe ihr jetzt bewusst mal nicht so viel Make-up, damit wir halt noch so tun können, als wäre es halt, als wäre sie halt Teenagerin, ne? Also ich sag ja, es ist schwierig, ich weiß das, aber wir tun damit jetzt mal so, als wäre sie Teenagerin, okay? Als wäre sie gerade halt ein bisschen älter als Kind. Sie wirkt halt jetzt schon wieder sehr erwachsen, aber ich gebe mir Mühe, okay? Ja. Katja, hallöchen! Dass es halt nicht zu krass ist direkt. So, da unsere Familie ja sehr sportlich ist, werden wir sie schon öfter mal im Sportoutfit auch sehen. Ich weiß gar nicht, ob sie Sport mag. Also bisher haben, glaube ich, alle Sport gemocht. Hm. Ich bin nicht so ein Fan von den Bömmels. Die gefallen mir nicht so gut. Aber das ist ganz süß. So, dann noch schlafen. Das könnte man eigentlich schön als... Oder das hier, das ist auch cute. Oder doch eher sowas? Das ist super süß. Das nehmen wir. Oh Gott, süß. Ja, da sind die Haare irgendwie zu gemacht. Da müssen wir irgendwas zum Schlafen nehmen. Ja. Party? Es geht um Party. Oh, ich habe so Bock auf die Mucke gleich. Das wird großartig.
Oh, das ist auch ein süßes Kleid. Oh, das ist so schade, Pia. Und es tut mir leid zu hören. Das ist immer blöd, wenn man so einmal im Jahr dann so ein Event verpasst, ne? Tut mir leid. Ich hoffe, dass du dir trotzdem einen schönen Abend machen kannst und wenig daran denkst, dass es, ne, dass du nicht dabei sein kannst. An Stella oder Skylar? Ja. Ja, aber auch die Haarfarbe wahrscheinlich, ne? Mhm. Musikspoiler. Nee. Musikspoiler. Von wegen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Haare überall gleich lang sind. Ja, das ist schon, da sieht sie auch ein bisschen aus wie Stella, weil ich die Frisur auch benutzt hatte bei den Mädels. Ist halt auch die Frisur, die ich genutzt hatte, ne? Wird gleich laut auf dem Fernseher gemacht. Dabei Dreamlight Valley auf der PS4 gezockt. Geil. PS5, sorry. Geil, das wird großartig. Ja. Oh mein Gott. Musst du nebenbei ab und zu mal einen Finger frei haben, um Emotes zu spammen, ne? Ganz wichtig. Süß. Schwimmen? Ja, habe ich ja gerade. Das ist aber auch mir ein... Das ist mir ein bisschen ein knappes Höschen, du! Wow! Sag mal! Hat ja nichts mehr an, unsere Tochter! Nee, das machen wir nicht. Die lasse ich nicht so vor die Tür gehen. Ich glaube, ich spinne einmal. Nee. So gewagt machen wir es nicht. Nee, Leute, nee. Da bin ich auch einfach mal... Da bin ich... Nein, sage ich da. Nein. Das ist okay. Alles andere sage ich auch mal nein. Wieso ist denn deine Haarfarbe eigentlich wieder so rötlich? Du hattest dunkle Haare jetzt. Hier. Die da. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Let's get in home and oh, das ist auch süß, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt voll die Ohrwürmer gerade mir selbst besorgt. Ich habe mir einfach... Wow! Einfach selbst Ohrwürmer gemacht. Guckt mal! Oh, Cutie Patootie! Schön. Und warmes Wetter. Kaltes. Also, naja, kalt halt, ne? Oh, der ist toll, der Pulli. Uff. Love it. Love it. I love it. Die Schuhe sind auch schon cool. Das ist voll schön. Voll schön. Ja, fühle ich. Nehmen wir. Okay, dann haben wir unsere Elektra umgestylt. Nein, ich möchte das Alltagsoutfit nicht mehr. Die Schlaghose ist raus. Tut mir leid, Leute. Kann sein, dass ihr sie schön fandet. Das geht nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut, was Schlaghosen angeht. Das sieht toll aus. Oh, stimmt. Wir haben noch kein Kochoutfit. True. Manche Outfits sind... Oh, ich wollte gerade sagen, verdammt, wenn ich jetzt das gepickt hätte, dann hätten wir jetzt Free the Boobies gesehen, ey. Oje, oje. Immer gefährlich.
sich da einmal verklickt, ne? Dann haben wir den Salat. Das ist doch süß. Ah, das ist schon süß, ne? Wir lassen gerade Elektra altern. Ja, das ist doch schön. Nochmal andere Ohrringe, dass sie so klein ist. So witzig. Wird sich halt ändern, wenn ich die Mod wieder rausnehme. Und der Plan ist schon, dass ich die dann wieder rausnehme, sobald ich meine Thumbnails gemacht habe. Okay, dann geben wir beim Alltagsoutfit jetzt noch ein Kochoutfit. Dafür müssen wir eigentlich nur die Karriere filtern, oder? Wie heißt denn das? Ah, hier. Lukrative Hobbyküchen. Sweetie! Mama schon rosa, oder? Ich habe es vorhin eingeblendet, Celine. Ich weiß es nicht auswendig. Ich habe meinen Mod-Ordner eingeblendet. Du kannst später einfach nochmal den Stream ein bisschen zurückspulen. So vor einer Viertelstunde ungefähr habe ich das eingeblendet. Ich weiß es leider nicht, wie die Mod hieß. Ich habe einfach den Mod-Ordner gezeigt. Ja, Slider sagt ja halt nur, dass es halt einen Slider hat, aber wie genau die Mod jetzt heißt, wusste ich nicht. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir eine coole Haube haben? Das ist irgendwie süß, oder? Was sagt ihr, mit oder ohne Mützchen? Sowas geht halt auch. Da würde ich ihr vielleicht die Haare ein bisschen strenger drunter machen. Das, aber mit dem vielleicht sogar, oder? Das sieht süß aus, ne? Oh. Oh. Ja, das können wir doch lassen. Süß! Oha! She's amazing! Oh, das sieht aber auch toll aus. Uff. Ja, aber wir wollen ja die Haare absichtlich weghaben, ne? Dann würde ich das Tuch machen. Das Tuch sieht gut aus, gell? Nee. 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 Da sieht sie halt viel erwachsener aus, ne? Aber es ist schon schön irgendwie, oder? Mit der Frisur. Krass, was Haare ausmachen, oder? Aber sieht süß aus. Ja, okay. Lass mal. Schön, haben wir. Oh, krass. Elektra ist jetzt endlich Teenagerin, Leute. Sie kann jetzt endlich ihren eigenen Stuff kochen und backen und diese Sachen. Wie cool. Viel Spaß, Anna. Wie cool. Bin ich froh. Oh, cool, cool, cool. So, dann lasst uns mal schauen, weil die Zimmer sind ja, wie gesagt, sehr, sehr cute. Da müssen wir mal rumräumen. Ophelia ist ja jetzt schon eine Weile älter. Da können wir mal so ein paar Spielsachen wegmachen. Die ist ja jetzt schon ein bisschen größer. Der Schreibtisch kann eigentlich bleiben. Magdalena, hallöchen. Ja, nee, alles gut. Ist doch eine schöne Sache. Ich hoffe, du hast was Schönes gefunden. So, die Filterung nach Farben können wir wieder rausnehmen. So, dann kriegt sie jetzt noch ein Jugendbett.
Vielleicht so eins oder so eins. In grün. Oh ja, das ist toll. Den Teppich können wir ja eigentlich lassen, der ist ja richtig hübsch. Dann vielleicht ein paar Pflanzen hier hin. Oh, warte mal, das Kinderspieltelefon können wir auch wegräumen. Einfach das Zimmer so ein bisschen jugendlicher gestalten. Weil die Wandfarbe ist auch schon schön, finde ich. Da würde ich jetzt auch nicht so viel ändern. Vielleicht eine Kommode? Ich glaube, der Boden... Ah, der ist von Dina. Das ist eine Creatorin, dafür habe ich Geld bezahlt. Also die hat Patreon gehabt. Da habe ich über Patreon was bezahlt. Die hat sehr schöne Sachen. Ja, vielleicht haben wir dann in dem Alter mal einen größeren Kleiderschrank auch. Vielleicht so ein Teenager-Spiegel noch, den vom Pack von Highschool-Jahre, der ist immer ganz schön, finde ich. Dann hat sie hier ihren Schreibtisch. Das können wir hier auch wegmachen. Ja, sie hat auch wieder ganz viel neue Sachen gemacht. Ich muss jetzt demnächst auch mal wieder bei ihr reinschauen. Was hat denn Elektra für Hobbys, Leute? Ophelia für Hobbys. Wir schauen mal. Ich glaube, sie hatte auch ein Hobby, ne? Sie gärtnert gerne, ist ein Outdoor-Fan. Sammlerin? Wait, kann sie eigentlich noch in eine außerschulische Aktivität einsteigen? Guck mal bitte, Girl. Ich fände es nämlich ganz cool, wenn sie vielleicht Pfadfinderin wird. Das würde doch voll gut passen. Ja. Ja, geh halt mit Dakota zum Arzt. Pfadfinderin. Sie ist zwar schon... Also sie ist zwar pretty, wieso kann sie das alles nicht machen? Ah ja, okay. Mitglied des Abenteuerclubs. Das könnte vielleicht Elektra machen! Nebenher! Dann soll sie zu den Pfadfindern gehen. Dann können wir ihr nämlich auch so eine Pfadfindertafel noch ins Zimmer stellen. Lala, Hallöchen! Willkommen zurück. Dann kann sie zu den Pfadfindern gehen. Während wir mit Elektra vielleicht, weil sie ja ein Outdoor-Fan ist, dass sie da vielleicht Interessen zeigt. Ach, wo ist denn diese blöde Pfadfindertafel wieder bei Außendinger, ne? Oder in ihrem Inventar. Ja, gut. Okay. Ja, guck mal, aber es ist kaum Platz in ihrem Zimmer. Jetzt mal ehrlich, Leute. Bei ihr hier ist viel mehr Platz. Für ein zweites Bett. Jetzt mal ehrlich. Ich weiß, dass der Vorschlag war, dass wir, ne? Aber in ihrem Zimmer ist viel mehr Platz für ein zweites Bett. Also Bibi könnte besser hier schlafen. Ist so. Sag ich ehrlich. Das Haus wurde echt schön. Du kannst dir das ja, wenn du magst, später nachschauen. Ich lade es ja auf YouTube hoch. Kannst du es dann nachgucken.
Vielleicht, dass wir Bibi dann hier so die Ecke machen. Das finde ich halt schon cool, ne? Dass sie automatisch Freunde bekommt. Sie ist mit Tina befreundet! Sie ist mit Tina befreundet, Leute! Von Bibi und Tina! Sie ist mit Tina befreundet! Wie cool ist das denn? Elektra hat sich gerade mit Tina angefreundet. Ey, das ist ja cool. Wahrscheinlich weiß sie gar nicht, dass Bibi, die Schwester, jetzt hierher kommt. Das ist ja witzig. Oder? Ich finde es schon cool. Also ich weiß nicht, also, aber was, also, was spricht denn dagegen, dass jetzt Ophelia und, dass jetzt Elektra und Bibi sich das Zimmer teilen? Das, also ich finde es eigentlich eine richtig schöne Sache. Also, weil wir haben ja, wir spielen ja am Ende mit Elektra weiter. Sie ist ja der Main Sim. Und eigentlich finde ich die Idee halt ganz gut, dass sie sich halt gut mit Bibi versteht, weil wir ja auch mit ihrer Geschichte weitermachen. Somit haben wir halt direkt eine Connection zu den beiden Mädels, so, wisst ihr? Also das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn die sich halt anfreunden. Dadurch ist vielleicht dann auch die Beziehung zwischen den anderen Geschwistern besser. Also ich finde es eigentlich richtig schön. Und ich finde vom Alter her, ich meine, am Ende sind beide jetzt Teenager. Ne? Soweit sind ja Ophelia und Elektra nicht auseinander. Genau, dass sich halt auch die Beziehung zwischen den beiden Geschwistern ein bisschen verbessert. Ne? Also ich habe es ja auch in YouTube in den Kommentaren gelesen und ihr habt ja schon recht. Also das ist nicht so, dass ich das nicht, also ich verstehe das auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass es trotzdem für die Geschwisterbeziehung schön ist, wenn wir das so machen. So, wartet mal, wir können ja, oh, wartet kurz. Moment. Ich muss ganz kurz was runterladen und zwar die Bilder. Nur weil ich lade ja auch immer ganz viele Sachen hoch. Dass ich da jetzt nichts spoiler. So, okay. Und zwar die Erinnerung von Bibi haben wir hier. Platziere ich ihn die jetzt kurz, nur damit die mal da sind. Hier. Dann können wir die nämlich vielleicht schon mal ans Bild hängen, wisst ihr? An die Wand hängen. Vielleicht hat sie die schon per Post geschickt. Oh, schaut. Da ist unsere Familie. Süß. Mach das Miss Butterfly, lass es dir schmecken. Und vielleicht noch das mit ihrer Schwester. Ja, das ist doch schön. Und den Rest, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, nee. Gut. Okay. Damit sie sich hier einfach auch willkommen fühlt, ne? Nee, Lala, Bibi ist noch nicht da, aber sie kommt jetzt dann. Also wir holen Bibi im nächsten Part dann zu uns. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet sozusagen. Ja, jetzt haben wir halt nur einen Schreibtisch, aber das muss jetzt auch erstmal reichen. Oder wenn wir es so machen, können wir sogar zwei Schreibtische hinkriegen. Ein Raumteiler. Ja, da kann ich mal gucken. Vielleicht so einen hinstellbaren Raumtrenner, hm? Ja, das glaube ich ganz cool. Wo gibt's die denn? Bei Spiegel? Ja. So vielleicht?
Ja, bei der einen Generation sind wir ja durch, ne? Also die Federation Drax Riches ist ja fertig, deswegen finde ich es gerade ziemlich cool, die so ein bisschen zu integrieren auch, ne? Also finde ich cool. Macht Spaß. Weil so haben wir halt die Sims auch nicht verloren. Und das ist halt voll witzig, dass halt beide Okkulte sind, ne? Dass ja Bibi jetzt eine Hexe ist und dass Phoenix ja auch ein Alien ist und dadurch halt beide sich kennengelernt haben auf der Schule. Das ist halt schon irgendwie ziemlich cool, das so zu spielen. Und die Idee von euch, dass wir praktisch dieses Austauschjahr machen und dass sie deswegen dann zusammen in dieselbe Schule kommen, das ist so cool. Finde ich richtig nice. Ja, dass sie dann sagen, wir tauschen die Familien sozusagen, beziehungsweise wir nehmen halt jemanden auf. Das ist schon sehr, sehr cool. Die ist fertig, die Pferde-Rantrax Riches. Damit sind wir durch. Wir haben alles erfüllt, was wir erfüllen wollten und somit ist das Let's Play beendet. Und Bibi lebt dann, wie gesagt, hier einfach weiter, indem wir ihre Geschichte noch weiterschreiben. Mit Phoenix im besten Fall. Oh Mann, komm doch hier hoch. Es schwebt, ne? Natürlich schwebt's. Oh Mann. Ja. Ist doch schön. Genau, dafür haben wir die Seasons Gold Digger gestartet, genau. Und die macht auch super viel Freude, ey. Richtig coole Challenge. Essen an die Wand hängen würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ne? Oh, aber das sieht cool aus. Ja, das ist doch nur eine Backsteintapete. Das ist doch gar kein Stress. Das ist super schön, neben einer Backsteintapete zu schlafen. Das ist total cozy. Weißt du? Das ist total cozy. Genauso wie neben der Pflanze zu schlafen. Das ist auch total cozy. So. Hä, voll hübsch. Das ist doch voll das schöne Zimmer. Und ich finde es halt cool, dass die beiden so eine... Das auch mit sich, also miteinander dann teilen, so dieses Ding. Und ja... Cool. Ist schon süß gemacht, ne? Jetzt hat sie noch ein bisschen einen Pimp abbekommen. Hier sieht's auch gut aus. Ja, Babalu geht's gut. Ich weiß auch nicht, was da los war. Gut. Ja, die Emotes sind immer perfekt. Ist das dann quasi Backpapier? Die Tab... Oh mein Gott. So, Elektra ist gerade mit Mom beim Arzt. Die muss ja dann heute auch nochmal in die Schule. Maus, gehst du bitte auch pinkeln? Genau. So, ihr geht alle zur Schule. Ohne mich. Ich gehe nicht mit. So. Ja, ich glaube, dass wir das Bestreben relativ gut abschließen können. Und dann können wir nochmal das andere geben. Rosalinda, Hallöchen! Ja, aber das macht nichts. Ich lade den Baustream auf YouTube hoch. Wir hatten eine richtig coole Farbchallenge heute. Das lade ich auf jeden Fall hoch. Kannst du dann easy nachschauen. Das mit den Freundschaften ist keine Mod. Das ist, doch, das ist eine Mod. Die Fame to Blabla Mod von Frank. Die findest du Follower to Fame oder sowas, glaube ich. Du kannst mal auf meiner Modliste vorbeischauen. Ich glaube, die ist von Frank, die Mod. Ja, Elektra ist einfach... Bestie mit Tina, wie cool ist das denn, Leute? Das macht ja auch total Sinn. Oh mein Gott, das ist so cool. Und Tommy mag sie auch ganz gerne. Gibt es da irgendwelche Informationen zu Tommy? Ach nee, sie ist ja gar nicht da. Wer macht denn hier schon wieder Liebe? Dakota, so. Okay, have fun. Oh, da ist noch Essen von gestern, schade.
Hast du gar nicht fertig gekocht, gell? Oh, gut. Okay, dann gehen wir Wäsche machen. Nö, machen wir nicht, weil... Ach, die, doch, die können wir abhängen. Makellos und trocken, perfekt. Oh, was bestimmt schön geworden, Biene. Wenn Jules die Aussage einer örtlichen Person, einer öffentlichen Person in einem leichten anderen Kontext setzt, würde das Stoff für eine tolle Kolumne geben. Obwohl er weiß, dass sie nicht ganz der Tatsachen entspräche. Er kann es entweder durchziehen und hoffen, dass die Leser mit ihm einer Meinung sind oder abwarten und hoffen, dass sich etwas Erwähnenswertes ergibt. Was meint ihr, 1 oder 2? Was würde er machen? Würde er eher trotzdem die Kolumne schreiben, auch wenn es nicht ganz die Wahrheit ist? Oder würde er eher warten und hoffen, dass was Besseres kommt? Was denkt ihr? I don't know. Was denken ihr, Leute? Ihr müsst entscheiden. Ich kann es nicht entscheiden. 2, 2, 2, 2, 2, 2? 1? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. Leistungsverbesserung. Nur wenige Stunden, nachdem Jules die erste Kolumne abgeliefert hat, kommt ihm eine bessere Idee und er schreibt die Kolumne und ist stolz drauf. Suppe Sache, Leute. Was machst denn du jetzt schon wieder hier? Eieiei. Ist da jetzt eine Rechnung im Briefkasten? Wieso? Kannst du nur deine Runde... Oh. Ach, sie hat wieder Wäsche aufgehängt, ne? I remember. Ja, ich muss das mal rüberrutschen. Bei Gelegenheit. Ja, sie macht gerne Fitness. Macht deine Schwester auch gerne Fitness? Ja. Okay, cool. Ja, sie braucht eh Spaß. Wenn sie von der Schule nach Hause kommt, lasse ich sie ein bisschen trainieren. Ich speichere mal. Gute Idee, Jasmin. Gute Idee. Heide, deidel, deidel, neidel, deidel, deidel, neidel, Leute. Ja, Katja, das ist ein bekanntes Problem. Du kannst, die Jasmin kann dir bestimmt die Lösung reinschicken. Jasmin, weißt du noch, wie das... Ja, danke schön. Perfekt. Warum hat Elektra Panik? Sie braucht Vergnügen und Ophelia hat Panik, weil, ja, der ganze Stress fällt ab. Sie ist sehr gestresst. Wir wollen auch mit Elektra ein bisschen angeln, finde ich. Mit Elektra ein bisschen angeln, das fände ich cool. Kind in einer Fähigkeit unterrichten, ah ja. Warten wir mal ab, bis die Kinder von der Schule kommen. Ja, Tyler, schön, dass du da warst. War nett. Du kannst dann aber auch wieder gehen. Selina, hallöchen. Wie geht's dir? Sorry. War ich kurz verwirrt. So, 5-mal vorbereitete Zutaten nehmen, wenn sie inspiriert ist. Uiui. War ja gar nicht stressig, ne? Oh Gott, sie ist so gestresst. Sie hat gar keinen Bock auf nix, ey. Wild. Kommen wir jetzt endlich von der Schule. Ja. Oh. Oh, Phoenix schreibt fantastische Noten. Oh. Er ist 1er-Schüler. Großartig. Wir haben gesagt, wir wollen mal schauen, ob es vielleicht einen Gelegenheitsjob gibt, das er machen kann von hier aus. Also wo er jetzt nicht... Also das Ding ist, Phoenix ist ja immer noch ein... Alien, deswegen wollen wir nicht, dass er so krass viel unterwegs ist bei anderen Menschen. Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Hast du einfach eine Stimmungsschwankung, Schatz? Macht nix. Ja, ja, klar, Nicole, aber es ist ja trotzdem nicht so easy. Alle heulen, ja, ist schwierig, ey.
So, Hilfe im Anschluss vom Fernseh. Rasenpflege. Ja, die wollen alle was von uns, ne? Okay, da müsste er Essen wegschicken. Das könnten wir machen. Phoenix kann vorzeitig den Abschluss machen, Leute. Das geht aber nicht, weil wir auf der Schule das Mädel kennenlernen wollen. Nee. Nee. So, Phoenix, du musst jetzt irgendwas kochen. Nee, das werde ich abbrechen. Das ist doch kacke. Das geht jetzt nicht, Leute. Wir müssen ihm irgendeinen Job geben, wo er Geld verdient, aber nicht so viel. Hacken, habt ihr gesagt, dass er ein bisschen programmiert, ne? Das war eure Idee. Dass er Plugins hackt oder sowas. Ja, geh mal programmieren üben. So, sie quatscht mit ihren Pflanzen, die kannst du auch ernten. Ophelia mag Gartenarbeit, perfekt. Und du bist am Sporteln, das macht dir Spaß, das ist super. Wie war die Schule heute, Schatz? Dein erster Schultag in der neuen Schule. Oh, war ganz cool, Mom. Weißt du, Tina geht da auch hin. Tina, deine Freundin? Ja, genau. Oh, ja, schön, das freut mich. Dann bist du nicht alleine. Ja, genau, das ist echt cool. Ja, aber ansonsten ist echt stressig, die neue Schule, Mom. Es ist so viel zu lernen und so. Naja, ich will später kochen. Willst du mir helfen? Ach, guck mal, sie ist... Ah, nee, selbstsicher. Naja, jetzt lass sie erstmal ein bisschen Spaß haben. Und er soll Programmieren üben. Oh, und dann musst du bitte den Käfig sauber machen. Technikfreak hat er Lebensstil gewonnen. Ja, aber das ist ja das... Bei Streamer müsste er ja auch in die Schule... müsste er ja auch vor die Kamera. Und das ist ja genau das. Wir wollen ja vermeiden, dass er von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Das ist schwierig. Ja, sie will nach Great Falls leider. Wieso muss sie so doll pieseln? Sei bitte einfach weiter nett. Ich wollte gerade sagen, wieso kann sie nicht. Phoenix wurde in die Ehrengesellschaft der Schule aufgenommen. Ein Privileg, das nur die bestplatziertesten Schüler zuteil wird. Wow. Okay. Phoenix, krass. Funiata. John Joe Zanessa, Bahira. Ooh. Nope, kann man von zu Hause machen? Was meinst du denn? Meinst du das Streaming? Weil, ja klar, aber dann sieht man ihn doch. Also, weißt du, das ist ja, ich meine, klar, natürlich, also für die Geschichte haben wir ja gesagt, dass wir Phoenix so ein bisschen isolieren wollen und wollen, dass er halt zu Hause bleibt und versteckt bleibt in seiner Menschenform und nicht erkannt wird als Alien, dass so wenig wie möglich das wissen. Und so ein Leben als Streamer ist ja nicht anonym, weißt du, da bist du ja schon, ja, man könnte sagen, dass er halt irgendwie streamt mit Maske oder so, aber ich glaube, das würde Dakota nicht wollen, dass er sich so zeigt und so und gesehen wird. Ne? Aber das ist doch eigentlich ganz cool mit dem Programmieren. Da kann er doch dann Plugins programmieren und so, und die kann er ja auch verkaufen. Sie ist gekränkt. Hört auf, mich anzustarren, Mausi. Die starrt doch niemand an. Gleich geht die Party los, meine Lieben. Ja, je nachdem, was morgen im Adventskalender ist, können wir vielleicht auch noch eine Runde Erbe-Challenge spielen. Das kann ich nicht so genau vorher bestimmen. Aber wir streamen ja morgen von 9 bis 15 Uhr und vielleicht kriegen wir da noch ein Part Erbe-Challenge rein. Ich kann das jetzt nicht so, hallo? nicht so vorhersagen, aber vielleicht kriegen wir es hin. Und Jan Seni, willkommen im Stream. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Mach's dir gemütlich. Ja, das stimmt, Biene, aber das passt irgendwie nicht so ganz zu dem, wie wir Phoenix aufziehen wollen. Ich glaube, da ist sowas Anonymeres, wir programmieren ein bisschen besser.
Ja, hallo, Sims? Was geht ab? Ah ja, Last Exception, cool. Können wir jetzt bitte duschen gehen? Bitte? Ah ja, schmeißt die Schwester raus. Annette, hallöchen. Ja, perfektes Timing hast du. Sehr gut. Hey, wait, Tina ruft an. Ja. Ja. Hey, Dad, weißt du, ich bin ja jetzt in der neuen Schule und ich wollte fragen, ob's okay ist, dass ich mit meinen Freunden rausgehe später. Heute noch, Schatz. Um die Uhrzeit. Ja, Dad, es ist Freitag. Das wäre doch cool. Ja, na ja. Ich meine... Er hat's abgesagt. Er hat's verboten. Schatz, nein. Du bist doch jung noch und vielleicht machst du erstmal langsam, ne? Ich finde, du solltest jetzt nicht einfach nachts schon raus. Dad, komm schon. Bitte. Ich hab Geburtstag heute. Vielleicht solltest du deine Mom fragen, aber ich würde jetzt sagen, bleib lieber zu Hause. Sag mal. Franzi, dankeschön für deinen Follow. Und, Mian, Cindy, dankeschön auch dir für deinen Follow. Sag mal, Dad ist aber auch blöd, ne? Mom ist arbeiten, Dad. Ich kann sie nicht fragen. Komm schon. Bitte. Ich will da echt hingehen. Komm, Dad. Erlaub es. Er erlaubt's nicht. Was mit ihm? Spinnt der bisschen? Der Baba spinnt der bisschen? Ja, okay, Schatz, du darfst gehen, aber sei bitte vorsichtig und sei zeitig wieder zurück, okay? Ja, okay, Dad, ich geh schnell duschen, dann bin ich weg. Ah ja, war aber eine sehr schnelle Dusche, ne? Nee, war okay. Wir konnten. Und Selina, danke auch dir für deinen Follow. Wir konnten Dad noch überreden. Gar kein Problem. Ich hatte jetzt keine Lust, das Fenster zu platzieren. Aber sie hat Dad in den Ohren gehangen und hat ihn überreden können. Ist doch wunderbar. So, und wie geht das jetzt? Natürlich, hab Spaß. Und jetzt muss ich auf sie klicken und sagen, geh? Oder wie geht es? Wie geht sie da jetzt hin? Wie geht es jetzt? Ja. Frage ich mich jetzt. Ja, Liara. Genau. Sobald er startet. So, dann machen wir mal den Staubs. Achso, das kann Dad machen. Unsere Schwester ist schon ins Bett gegangen. Was geht bei dir eigentlich, Phoenix, ab? Essen. Oh ja, okay. Er hatte 11 Simoleons bekommen, ne? Weil er irgendwas programmiert hat. 11 Simoleons. Tja, besser als nix, ne? Naja. Guck, der kann den Futter, das Futtertrögchen nicht auffüllen. So sind unsere alten Hamster auch alle gestorben. Ich meine ja nur. Naja. Und Mimi the Jizzle? Mimi the Jizzle. Hallöchen, willkommen im Stream. Okay, wie schleicht sie sich denn jetzt raus? Geh mal auf die Party, Girl. Nee, hör jetzt bitte auf zu weinen. Ich möchte, dass du dich jetzt rausschleichst. Geht nicht. Und Mimi, danke schön noch für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Es geht nicht, Leute. Sie schleicht sich nicht raus. Was soll man da machen, ne? Geh mal halt schlafen. Schmeiß bitte den Staubsauger an und geh schlafen. So, Phoenix wird jetzt auch noch ein bisschen hier am PC hocken. Und ein bisschen Plugins programmieren bis in die Nacht. Ah, auf den Fußboden klicken, meint Phoenix. Warte. Ach, falsches Sim.
Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, I don't know. Folgen Sie Crush auf Simstagram? Wer ist dein Crush? Ach so, wissen wir nicht. Ja, gut, okay. Gut. Oh, Phoenix hat 40 Simoleons verdient. Halt, stopp, Phoenix, halt, stopp. Du kannst es in dein krasses Glas machen. Ja, es dauert halt, bis wir da Money haben, aber er wird ja auch besser im Programmieren, ne? Ach so, Entschuldigung. Hm? Ja, alles gut. Ist nicht schlimm. Wir können ja so tun, als wäre sie da hingegangen. Kannst du noch einen Plugin bitte probieren? Wo geht denn das? Er ist schon voll der Überflieger. Ne? Halt, stopp! Gehst du bitte zurück? Phoenix. Chrissy, hallöchen. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Das weiß ich gar nicht, Bina. Also ich habe das noch nie probiert. Tatsächlich. Ich glaube, er hat noch gar kein Buch geschrieben. Er hat bisher... Oh, wir haben eine Gehaltserhöhung bekommen. Nicer. Wir haben bisher nur Schreiben geübt. Ich glaube nicht, dass er schon ein Buch geschrieben hat, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir haben bisher nur Schreiben geübt. Ja. Der levelt so schnell Fähigkeiten. Er ist schon ein bisschen krass. 45 Simoleons. Perfekt. Wer macht jetzt eine Phase durch? Ophelia, natürlich. Okay. Na, geschlafen, Phoenix. Mach die Money rein. Los! Mach du bitte das Geld da rein, Phoenix? 45 Simoleons? Bitte? Ja, danke schön. Ja, wir haben jetzt 96 Simoleons. Super Sache. Wie viel kosten diese Verbesserungen an der Rakete? Wahrscheinlich eine ganz schöne Menge. Ja, uff. Okay, krass. Da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Weil das will er ja von seinem eigenen Geld schaffen. Alalalalalom. Alalala. Geht dich bitte hinlegen? Yep, gut. Mal kurz was checken. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir es morgen noch schaffen, eine Runde zu spielen. Wäre natürlich cool. Dann würde ich nämlich mit Elektra mal, weil dann ist ja auch Wochenende, dann können wir mit Elektra mal ein bisschen was kochen und mal ein bisschen versuchen, ihre Fähigkeiten aufzubauen. Oh, Arztbesuch. Ophelia, geht's nicht so gut. Oh je, okay. Ophelia, hast du gehört, wir müssen einen Kontrollbesuch beim Arzt machen, bitte? Körperliche Untersuchung. Ja. Sechs Uhr morgens, da kann man dann auch mal aufstehen. Oh mein Gott. Sie ist total gestresst, weil sie unkontrolliertes Wachstum hat und so weiter und so weiter. Kannst du eine inspirierende Dusche bitte nehmen? Wir probieren das mal. Sie ist komplett fertig mit der Welt, Leute. Die arme Maus. Oh Mann. Okay. Ja, du sollst bitte... Na gut, das hilft ihr ja auch. Dann nimm bitte hier eine inspirierende Dusche. Das wäre mir auch recht. Einmal. Let's go! Come on! Oh, wie sie durchs Leben trottet, ey. Girl, du nimmst jetzt bitte eine nachdenkliche Dusche. Come on! So. Ach, sie hat Muskelkater. Ja, sollst du halt öfter mal Sport machen. Dann hat man noch nicht so viel Muskelkater. Ist so. Das hilft. Bist du jetzt inspiriert? Nein, du bist immer noch gestresst. Du musst die Anti-Stress-Programme machen. Komm.
Pass auf dich auf, Ophelia. Achte auf deine gesunde Ernährung. Schlafe viel und nimm dir viel, vielleicht ein paar Tage frei, um deinen Stress zu reduzieren. Oh, Mausi, wieso bist denn du so gestresst? Du kannst ein bisschen schwimmen gehen. Oh, kannst du nicht. Okay, gut. Kein Problem. Kein Problem. Ja, sie muss das jetzt mal kurz machen, weil sie ist total gestresst. Komm. Du musst inspiriert Teig zubereiten. Das kriegen wir hin. Es ist halt eine richtige Teenager-Midlife-Crisis, Leute. Was sollen wir tun? Es ist eine Teenager-Midlife-Crisis. Vergiss es. Was war denn das jetzt, Girl? Als ob sie sich jetzt eingestrollert hat. Wie konnte das denn passieren? Miriani, willkommen im Stream. Hallöchen. Wie, für Entspannung oder was? Oh, wir können auch Yoga machen. Du meinst für die Entspannung wahrscheinlich, oder? Wo ist denn unsere Yogamatte? Haben wir die nicht platziert? Ist sie nicht mehr da? Hat die Dakota einstecken? Oh, der Enfi ist live. Hört ihr es? Ja. Okay, wartet. Geilo. Okay. Musst du nachschauen, Linguine? Ich weiß es nicht für jede Mod auswendig. Kannst in die Modliste reinschauen, wenn du es wissen willst. Da steht es ja drin, wenn sie ein Update hatte. So, dann platzieren wir eine Yogamatte. Eine normale bitte. Ich weiß nicht, ob wir die im Garten... Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wo wir die platzieren wollen. Weil unser Keller ist irgendwie ein bisschen zu eng für, ne? Jetzt können wir erstmal diese Wäscheleine reparieren. Ja, im Keller ist einfach kein Platz mehr. Warum ist unser Keller eigentlich so klein? Ich frage jetzt mal für einen Freund. Wir brauchen noch Platz im Keller. Für diverse Sportaktivitäten. So. Okay, dann können wir hier die Yogamatte platzieren und dann kann sie nämlich ein bisschen Yoga machen, damit es ihr besser geht. Ich weiß nicht, das mit dem Preteen springt ständig irgendwie komisch um. Ich kann es dir gerade nicht sagen, warum das jetzt schon wieder bei ihm Preteen-mäßig ist. So, komm mal her. Dann entspann dich mal mit Yoga. Sie macht ja eh gern... Wer hat jetzt... Ach so. Ja, krass, guck mal. Und er ist ein bisschen größer als normal. Seht ihr das? Sein Kopf ist abgeschnitten durch diese Mod, die ich kurz im Spiel habe. Kannst du mal deine Ehefrau knuddeln, bitte? Ich will das mal sehen. Staub-Yoga. Ja, geh doch mal zu ihr. Geh doch bitte zu ihr. Ja, also ich glaube schon, dass ich die Mod wieder rausnehme, aber schaut! Das ist schon irgendwie süß. Er ist jetzt größer als sie. Ist irgendwie süß, oder? Ja. Ja, mal gucken, vielleicht lasse ich die Größenmod ja doch im Spiel. Weil irgendwie mag ich es, dass er jetzt größer ist als sie. Müssen wir mal beobachten, ne? Müssen wir mal beobachten. Weil, sag mal, ist sie jetzt, warte mal bitte, was ist denn jetzt mit ihr passiert? Ist sie jetzt random einfach super klein geworden? Okay. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Guck mal, jetzt ist sie so klein geworden, dass man sie gar nicht mehr sieht. Die Mod kommt wieder raus. Die habe ich, wie gesagt, auch nur geholt, um ein Thumbnail zu machen. Die Mod kommt aus dem Game wieder raus. Kein Problem. Kein Problem, meine Lieben. Ich beende jetzt als erstes die YouTube-Aufnahme. Gut war, dass wir Elektra heute gealtert haben. Wir werden im nächsten Stream
werden wir uns ein bisschen besser um Elektra kümmern. Natürlich muss ich die anderen Kids auch irgendwie ein bisschen mit im Auge behalten, aber der Fokus soll auf Elektra liegen. Und wir werden mit ihr... Naja, wobei Bibi kommt im nächsten Part auch. Bibi kommt auch im nächsten Part in die Familie. Aber ich versuche das morgen mit reinzukriegen in den Streamplan. Das heißt, dass wir morgen neben der Seasons Gold Digger auch die Erbe Challenge spielen. Mal gucken, ob es klappt. Aber auf jeden Fall Seasons Gold Digger. Wenn es zeitlich passt, spielen wir auch noch die Erbe Challenge. Und dann sehen wir uns morgen wieder, ihr Lieben, auf YouTube. Auf Wiedersehen und tschüssli. Bye.